Führende Vertreter von Kirchen und Freikirchen unterstützen den Marsch für das Leben am 16. September in Berlin. Sie danken in Grußworten dafür, dass sich tausende Teilnehmer für den Schutz ungeborener Kinder engagieren wollen. Der evangelische Bischof Hans-Jürgen Abromeit aus Pommern schreibt zu dem Motto »Die Schwächsten schützen«: »Man sollte meinen, dass der Bauch der Mutter der Ort des größten Schutzes überhaupt ist. Leider werde dieser Schutzraum zunehmend ausgehöhlt. Von der Präimplantationsdiagnostik bis zum geplanten Kaiserschnitt unterliegt das ungeborene Kind zahlreichen Tests. Werden gewisse Normen nicht erfüllt, erscheinen Abtreibungen nur folgerichtig. Nach Ansicht des Präses des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden Ansgar Hörsting wendet sich der Marsch dagegen, dass tausende Kinder nie das Licht der Welt erblicken, obwohl sie es könnten. Sie werden getötet. Der Vorsitzende des Netzwerks Bibel und Bekenntnis, Pfarrer Ulrich Pazzani, betont: Das Evangelium von Jesus Christus schärft unser Gewissen und stärkt die Bereitschaft, für die einzutreten, die selber ihre Stimme nicht erheben können. Wir dürfen uns an das Unrecht nicht gewöhnen. Der Marsch für das Leben beginnt um 13 Uhr vor dem Reichstagsgebäude und endet mit einem ökumenischen Gottesdienst. Er wird vom Vorsitzenden der Deutschen Evangelischen Allianz, Pastor Eckehard Vetter, geleitet. Die Predigt hält der katholische Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer. Im vergangenen Jahr beteiligten sich mit 7.500 Bürgern so viele wie noch nie. Die Liebenzeller Mission baut ihr Engagement in der islamischen Welt weiter aus. Das gab Missionsdirektor Martin Auch, hier rechts im Bild, beim Herbstmissionsfest am 10. September in Bad Liebenzell bekannt. Wie er vor rund 4.000 Besuchern sagte, sei es das Ziel, dass Jesus Christus auch in islamischen Ländern hell aufleuchtet. Pfarrer Detlef Krause rief in seiner letzten Predigt als Direktor des Werkes dazu auf, sich mutig im Vertrauen auf Gott den Veränderungen im Leben zu stellen. Er tritt zum Jahresende in den Ruhestand. Sehen Sie einen Kommentar von Detlef Krause zur Frage, was ihm für die kommenden Jahre der Liebenzeller Mission Hoffnung gibt. Am zurückliegenden Freitag sind bei uns 60 junge Menschen mit ihrer Ausbildung fertig geworden. 60 junge Menschen, die in unterschiedlichen Berufsbildern aber in missionarische Arbeiten gehen, mit der Liebenzeller Mission, aber auch an ganz anderen Stellen. Es war für uns ein nicht einfacher Weg, bis wir unsere Ausbildung so umgestaltet hatten, aber es war ein Weg, der sich gelohnt hat. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Gott so viele junge Menschen hier zu uns geschickt hat, dass sie ihre Ausbildung fertig machen, hochmotivierte, gute junge Leute, die heute weltweit in missionarische Arbeiten hineingehen. Und dafür können wir von Herzen hier in Liebenzell dankbar sein.